Herzlich willkommen bei Forschen im Archiv. Heute möchte ich zeigen, wie man große Mengen an Dateien und Ordnern auf einmal umbenennen kann. In Archiven, aber auch im privaten Bereich hat man häufig mit einer großen Menge an digitalen Daten zu tun. Das können MP3s oder auch JPEG-Dateien sein oder auch beliebige andere Dateiformate, die man strukturieren bzw. umbenennen möchte. Ein gutes Programm dafür ist das Programm Bulk Rename Utility, das ich euch jetzt vorstellen möchte. Es ist für die private Nutzung kostenlos. Ich habe das Programm hier schon mal aufgerufen. Es ist in drei Bereiche geteilt. Hier links hat man den Bereich der Ordner, die man auswählt, also so eine Ordnerstruktur. In meinem Fall möchte ich Dateien in diesem Projektordner bearbeiten. Und hier rechts in dem Bereich werden einem dann die Ordner und Dateien angezeigt, die man gerade umbenennen möchte. Und in dem unteren Bereich hat man alle Optionen, die man eintragen kann. Das sind sehr, sehr viele Optionen. Das erschlägt einem am Anfang auch ein bisschen. Aber man muss nicht alle ausfüllen, sondern nur die, die man auch wirklich braucht. Ich werde auch jetzt nicht auf alle Funktionen eingehen, die das Programm bietet, denn das sind wirklich viele, sondern ich werde die Funktionen zeigen, die ich am meisten verwendet habe. Hier unten links im Bereich 12 Filters kann man auswählen, was man umbenennen möchte. Man kann zum Beispiel auswählen, ob man Folders, also Ordner, auswählen möchte oder Files, Dateien und ob die Unterordner, also die Subfolders, mit berücksichtigt werden sollen. Ich wähle jetzt einmal Subfolders aus und man sieht es hier oben in der Auswahlliste. Jetzt habe ich meinen Ordner, meinen Unterordner und die Dateien in dieser Liste drin. Und wenn ich hier Folders abwähle, habe ich nur noch Dateien in meiner Liste. Ich kann auch weitere Filterkriterien eingeben, wie zum Beispiel, dass mir nur TIFF-Dateien angezeigt werden. Dafür klicke ich dann wieder hier in die Liste zum Aktualisieren. Und jetzt sehe ich, ich habe hier nur noch TIFF-Dateien in der Liste. Ich könnte aber zum Beispiel auch noch weitere Kriterien eingeben, wie zum Beispiel, dass die Dateien mit einem M-Unterstrich beginnen sollen. Und man sieht, die Liste ist entsprechend darauf gefiltert. Das ist sehr praktisch, dass man sich darüber die Dateien schon zurechtfiltern kann, die man umbenennen möchte. Man kann aber auch später in der Liste auch den Bereich markieren. Das heißt, man muss nicht alle Dateien, die in der Liste sind, auf einmal umbenennen. Eine Funktion, die ich ganz häufig verwende, ist die Ersetzen-Funktion. Hier unter 3 Replace. Das ist ganz einfach. Man trägt hier einfach ein, was man ersetzen möchte, zum Beispiel Zeichenfolge ACC. Soll durch Test ersetzt werden. Und dann sieht man hier oben schon in der Spalte New erhält man eine Vorschau und man sieht, wie das dann aussehen würde. Nämlich hier von ACC würde sich das Ganze auf Test ändern. Ich klicke auf Rename. Er fragt mich, soll das wirklich gemacht werden? Und sage ich ja. Und entsprechend sind 6 Dateien umbenannt. In dieser Listenansicht habe ich einerseits hier oben den Originalnamen, den neuen Namen. Ich sehe das Verzeichnis, in dem sich die Dateien befinden, hier unter Subdirectory. Ich sehe die Größe der Dateien und das Erstellung- und Änderungsdatum. Das kann auch manchmal ganz praktisch sein, wenn man nach Ordnern sortieren möchte. Wenn ich hier zum Beispiel draufklicke, kann ich danach sortieren oder wenn man auch nach Größe sortieren möchte. Das ist sehr hilfreich. Wenn ich die Einstellung, die ich hier vorgenommen habe, wieder löschen möchte, klickt man einfach hier oben rechts auf das R und die Einstellungen sind zurückgesetzt. So, unter viertens gibt es Case, also die Groß- und Kleinschreibung. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, dass alles groß geschrieben werden soll. Oder man könnte sagen, dass alles klein geschrieben werden soll, also lower. Eine weitere nützliche Funktion ist Remove, also das Entfernen von Zeichen. Unter First N kann man sagen, von vorne Anfang gezählt, wie viele Zeichen gelöscht werden sollen. Wenn man zum Beispiel die ersten 2 Zeichen entfernt haben möchte, gibt man hier eine 2 ein und man sieht, dass M Unterstrich wird dann hier entsprechend entfernt. Oder man kann halt die letzten 2 Zeichen entfernen. Oder man kann auch in der Mitte entfernen, from to. Das heißt, wenn man sagen will, ich will vom 5. bis zum 7. Zeichen
sollen mir entsprechend die Einträge gelöscht werden. So, nehme die Einstellung wieder raus. Unter siebtens Add kann man Zeichenfolgen hinzufügen als Präfix, dann werden die Zeichen vorne angefügt. Wenn ich also Test vorne anfüge, dann wird das hier entsprechend vorne angefügt. Wenn ich es als Suffix einfüge, wird es hinten angefügt. Und ich könnte es aber auch über Insert an einer bestimmten Position im Wort einfügen. Wenn ich sage, also an Position 5 soll das eingefügt werden, dann erscheint Test hier mitten im Wort. Dann gibt es die Möglichkeit unter 9. unter Append Folder Name den Ordnernamen einzufügen, zum Beispiel auch wieder als Präfix, also vorne, oder als Suffix, also hinten. Ich möchte zum Beispiel den Ordner als Präfix vorne angefügt haben, und da das zwei verschiedene Unterordner sind, wird hier einmal Unterordner 2 und Unterordner 1 mir vorne im Dateinamen eingefügt. Bei Level wähle ich aus, wie viele Ebenen der Ordner mir in den Namen eingefügt werden. Wenn ich zum Beispiel auf 2 gehe, wird die Ordnerebene darüber auch noch mit eingefügt. Unter Numbering kann man eine fortlaufende Nummerierung einfügen, zum Beispiel als Suffix, also am Ende des Namens. Wenn man Start 1 eingibt, fängt er an, bei 1 zu zählen. Und bei Pad 3 wird es eine dreistellige Zahl. Also in diesem Fall hat er ein 001, 002, 003 eingefügt. Eine weitere nützliche Funktion hier unter 11 ist Extensions. Aber das ist mit Vorsicht zu betrachten. Man führt hier keine Dateikonvertierung durch, sondern man ändert nur die Benennung der Dateiendung. Das heißt, wenn ich jetzt hier aus einer TIFF-Datei eine JPEG-Datei mache, dann ändere ich nichts an der Datei, sondern nur die Schreibweise. Das heißt, man sollte hier nicht von einem Dateiformat ins andere wechseln, sondern nur die Schreibweise ändern, wenn man zum Beispiel TIFF groß geschrieben haben möchte oder vielleicht mit 2F geschrieben haben möchte, dann kann man das hier entsprechend ändern. Ich verwende es normalerweise dazu, Schreibweisen in dieses kleingeschriebene TIFF hier umzuwandeln, dass es vereinheitlicht wird. Jetzt möchte ich euch ein etwas komplexeres Beispiel zeigen, wie man diese verschiedenen Funktionen miteinander kombinieren kann. Nehmen wir mal an, wir möchten den Ordnernamen auf den Dateinamen übertragen und eine fortlaufende Zählung einfügen. Dafür gehen wir erstmal hier unter Name auf Remove, um den Dateinamen zu entfernen. Anschließend gehen wir unter Append Folder Name hin und sagen, wir wollen den Ordnernamen als Präfix einfügen. Unter Add fügen wir als Suffix einen Aufnahmetextbaustein ein. Und anschließend unter Numbering als Suffix, also am Ende, eine Zählung. Er soll bei 1 beginnen, das soll eine dreistellige Zahl sein. Und wir sehen, er zählt jetzt hier von 1 bis 8 hoch, obwohl die Ordner ja die Dateien in verschiedenen Unterordnern liegen. Wenn wir möchten, dass er nur innerhalb eines Ordners hochzählt, müssen wir hier die Funktion Folder aktivieren. So sieht man jetzt, er zählt jetzt hier von 1 bis 4, jeweils in den jeweiligen Unterordnern. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich hier entsprechend nach den Unterordnern sortiert habe. Und dann klickt man auf Rename. Er fragt, ob er es umbenennen soll. Man sagt ja. Und 8 Dateien sind umbenannt. Und hier vorne sieht man das Ergebnis. Man sieht, es ist ein sehr mächtiges Programm. Man sollte sich nicht von den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten unten abschrecken lassen. Mit ein bisschen Einarbeitung kann man damit sehr effizient sehr viele Dateien auf einmal umbenennen. Weitere nützliche Programme, die Archive im Umgang mit digitalen Daten verwenden, findet ihr auf dieser Nestor-Seite, Werkzeugübersicht Nestor Toolbox. Den Link dafür habe ich euch in der Videobeschreibung eingefügt. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.